Einen schönen guten Morgen, lieber Toni. Für dich war das wahrscheinlich auch sehr schwer zu verkraften. Auf der einen Seite, lass uns zuerst einmal über Rapid Wien sprechen. Vaduz hat doch als klarer Außenseiter gegolten, doch ein 0:1 ist es dann geworden. War es eine schlechte Leistung der Spieler? War es einfach ein schlechter Tag? Wie hast du das Spiel wahrgenommen? Ja, also ich war ja selber vor Ort und habe mir Rapid Vaduz angesehen und ich muss sagen, eigentlich, also Rapid war wirklich unterirdisch schlecht. Also da waren keine flüssigen Kombinationen, da war keine Kreativität, da war keine Durchschlagskraft. Auch die Zweikämpfe wurden nicht so angenommen, wie man das auf dieser Ebene machen muss. Und Vaduz war die klar bessere Mannschaft, wie schon im Hinspiel. Und von daher war das natürlich eine Riesenenttäuschung gestern. Die Enttäuschung hat sich auch ganz klar an der Reaktion der Fans im Nachhinein gezeigt. Du sagst, du warst selber vor Ort. Wie hast du denn diese kleineren Ausschreitungen wahrgenommen? Ja, dass das Publikum natürlich nicht erfreut ist, dass die Rapid-Fans natürlich enttäuscht sind, ist klar. Nur es muss natürlich alles immer im Rahmen bleiben. Man kann natürlich protestieren, aber jetzt den VIP-Club zu stürmen, das geht ein wenig zu weit. Also das ist nicht das, was wir am Fußballplatz sehen wollen. Es gab immer wieder auch Rufe nach Bruckner aus zum Beispiel. Ist der Präsident an so einem Ergebnis schuld oder muss man da woanders nachfragen? Ja, ich glaube in erster Linie natürlich müssen sich die Spieler an der eigenen Nase packen. Denn das, was sie gestern geleistet haben, das ist nicht rapidwürdig. Und man hatte nie den Eindruck eigentlich, und das ist eigentlich das Traurige, dass da eine Mannschaft am Platz steht, wo jeder für den anderen auch Fehler ausbessern möchte und will. Und der absolute Wille, der Kampfgeist, der hat mir total gefehlt gestern. Und das in so einem wichtigen Spiel. Ein wichtiges Spiel für Vaduz, allerdings auch der größte Erfolg bisher auch in einem solchen Bewerb. Dafür hat Rapid Wien gesorgt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, du hast gesagt, ja, die Spieler müssen sich an der Nase nehmen, dennoch man hat im Vorfeld extra ein Spiel ausfallen lassen, um sich auszuruhen. Ist das vielleicht die falsche Taktik? Ja, also von der Idee her, ist das vielleicht richtig gewesen, obwohl jetzt ja noch niemand, wo die Saison so jung ist, noch überspielt sein kann oder müde sein kann. Aber man hat den Eindruck, dass trotzdem gehabt, wenn ich an Burgstaller denke, so saft- und kraftlos habe ich Burgstaller selten gesehen. Und die Mannschaft sollte doch auch frisch gewesen sein aufgrund der Spielabsage gegen Hartberg am Wochenende, aber davon war überhaupt nichts zu sehen. Ja, soweit zu Rapid Wien. Lass uns zur Austria Wien wechseln. Gegen Fenerbahce hat man sich gestern auch nicht durchsetzen können, dennoch Fenerbahce, eigentlich die bessere Mannschaft. Wie hast du dieses Spiel wahrgenommen? Ja, natürlich, Austria war ein großer Außenseiter und von daher war es klar, dass die Austria in der Außenseiterrolle ist. Sie haben alles getan, sie haben sich gut verkauft, aber man hat natürlich einen Qualitätsunterschied gesehen. Der war offensichtlich auch bei einem 4:1, wie es dann ausgegangen ist. Jetzt stellt sich dann natürlich die Frage in der Conference League, die wird jetzt auch noch einmal spannend, auch wie es jetzt weitergeht. Manfred Schmidt wünscht sich jetzt den ersten FC Köln natürlich als Gegner. Er war dort lange Zeit selbst Trainer. Du hast auch beim FC Köln gespielt. Hältst du das für eine gute Auswahl? Ja, das wäre fantastisch. Also in Köln zu spielen ist immer ein Traum. Das Publikum ist fantastisch. Also wenn es am Spielfeld nicht läuft, dann feiern sie sich selber. Gestern waren auch Tausende in Ungarn beim Spiel und der FC hat es geschafft, hat 3:0 gewonnen, nachdem das Hinspiel 1:2 verloren ging. Also den ersten FC Köln sich zu wünschen, das wäre schon top, das würde auch mir gut gefallen.
Wir blicken noch einmal also zurück komplett nach Österreich. Die Austria Wien hat jetzt auch die rote Laterne abgeben können. Wie weit, glaubst du, kann man sich noch in der Tabelle nach oben kämpfen, nachdem er ja mit -3 Punkten gestartet hat? Ja, ich glaube, die Jungs haben letzte Saison einen guten Job gemacht. Manfred Schmidt hat da großartige Arbeit geleistet und ich denke zumindest mit dem Abstieg sollte die Austria nichts zu tun haben. Und schön langsam, glaube ich, wird man die Tabelle hochklettern und vielleicht geht es sich raus für die Meistergruppe. Die Wertigkeit von Färöerinseln oder Düdelingen, die Fußballfans, die werden wissen, was ich da ganz genau anspreche. Also man muss wirklich sagen, es ist eine Katastrophe. Gegen einen Zweitligisten der Schweizer Liga, gegen Vaduz aus Liechtenstein, 1:0 zu verlieren, das ist schon mal an sich blamabel. Aber man muss sagen, Liechtenstein hat zu Recht gewonnen. In 2 Spielen war diese Mannschaft 2-mal besser. Im 1. Spiel würde man einen VAR, also den Video Assistant Referee, einsetzen, hätte eigentlich Vaduz damals schon 3 Tore schießen müssen. Gestern hat man auch mehr Chancen gehabt. Ich habe mir die Zahlen angesehen. 5, also insgesamt 8 Abschlüsse von beiden Mannschaften. Und da hat Rapid ganz genau 2-mal das Tor getroffen. Und das war in den ersten 10 Minuten. Allein Vaduz hat 5 Chancen gehabt. Also das war vom Spielerischen ein Offenbarungseid, muss man sagen. Also selten so etwas gesehen. Da kann man froh sein, dass diese Mannschaft in Europa nicht den Fans einen Gusto auf Fußball verdirbt in diesem Jahr. Ja, und wir haben jetzt, wie ich gerade sehe, auch in den Splitbildern, auch sehr, sehr unschöne Szenen zu sehen. Was ist denn da passiert, Alex? Das ist unterirdisch, muss man auch sagen. Es sprechen immer alle davon, Rapid ist eine Religion, ja, die zum Glück nicht mehr so viele Menschen ausüben, muss man sagen. Dass man auf die eigene Mannschaft sauer ist, das kann ich absolut verstehen. Aber immer diese Platzstürme, diese Gewaltausbrüche. Und wenn man sich angesehen hat, zum Beispiel dann auch die Spieler, das waren junge Buben mit 19, 20 Jahren, die gut gespielt haben, der Liechtensteiner Mannschaft, die verstört waren, die dann Bierregen abbekommen haben nach dem Spiel. Ich meine, ganz ehrlich, was kann diese Mannschaft dafür, dass die eigene Mannschaft unfähig ist. Und ich finde, das ist einfach im höchsten Maße wirklich einfach unfair. Und da immer von dieser großen, ja, die Fans sind emotional und so zu sprechen, ganz ehrlich, ich verstehe es, dass man auf die eigene Mannschaft sauer ist, muss man auch sein bei dieser ganzen Leistung. Aber ob jetzt Rapid-Fans und Co., die lügen sich doch alle immer selbst in den Sack. Gegen Baku ist man ja nur glücklichst weitergekommen. Das muss man mal sagen. Dann waren wir kurz Tabellenführer in der Liga. Da haben die Rapid-Fans geträumt, juhu und hin und her. Wenn man sich das anschaut, Rapid hat in dieser Saison in noch keinem einzigen Spiel 2 Tore geschossen und die waren auch gestern meilenweit entfernt gegen einen zweitklassigen Schweizer Verein hier, um den Aufstieg zu spielen. Und dann träumt man in den letzten Minuten davon, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, vielleicht schafft man es noch in die Verlängerung. Also das ist de facto eine Offenbarungseid und auch von den Fans, muss ich sagen, letztklassig. Also da immer dieser Rapid-Geist und Kohn hin und her. Ich finde, sowas sieht man vielleicht noch in der Türkei bei Spielen, das Fans zu durchdrehen, aber bei uns immer wieder und das finde ich einfach nicht in Ordnung, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Rapid-Spieler samt Trainer waren ja bereits in der Kabine, als es zu diesen Ausschreitungen gekommen ist. Steffen Hoffmann hat sich gestellt, der einzige, der Fanbeauftragte, der den Unmut abbekommen hat. Und das muss man wirklich sagen, Hut ab. Aber generell, der gesamte Verein, jetzt gibt es dann die Präsidiumswahl im Endeffekt, Präsidenten, der Trainer angeschlagen, wenn man sich in den Foren ansieht, was die über Feldhofer sagen. Also ich bin gespannt, wie es hier mit diesem Traditionsclub eigentlich weitergehen soll. Es ist eigentlich ein Drama, was sich in den letzten Jahren hier immer abspielt und wie dieser Abstieg eigentlich abläuft. Wenn man sieht auch, dass es durchaus möglich ist, auf das Spielfeld zu stürmen, sind da die Sicherheitsvorkehrungen tatsächlich so schlecht, dass man das nicht verhindern kann? Wenn man sich das ansieht, wenn man in England ist, die haben da überhaupt keine Zäune mehr, man weiß, die englischen Fans sind auch emotional, da ist einfach auf gut Deutsch keiner so deppert und muss immer aufs Spielfeld. Da gibt es auch ein lebenslanges Stadionverbot, von dem abgesehen, fällt. Das muss ja nicht sein. Da haben wir schon Steffen Hoffmann. Ja. Der sich wenigstens gestellt hat, aber der arme Kerl, muss man ganz ehrlich sagen, aber immer wieder diese Bilder und ganz ehrlich, ich weiß, ich mache mir da keine Freunde, aber da spricht man immer von, die Rapid-Fans sind so emotional, das gibt es in Salzburg nicht, das gibt es in Tirol nicht, nirgends, immer wieder diese Bilder und was, ganz ehrlich, macht mich fassungslos einfach, das ist ja keine Werbung für Fußball. Wer will denn da mit seine, wenn man einen Burm hat mit 7, 8, 9 Jahren, wer will denn da ins Stadion gehen mit seinen Kindern? Also ganz ehrlich, also da, man merkt schon, ich bin da etwas emotional. Ich weiß, ich mache mir keine Freunde, aber vom Spielerischen war das sowieso letztklassig. Und meines Erachtens auch das Verhalten der Fans, das muss einfach nicht sein. Nein, das muss nicht sein. Eigentlich darf das gar nicht sein. Das muss man auch dazu sagen. Und
Wir haben noch im Vorfeld, also ich mit Frankie Schinkels oder Frankie Schinkels mit mir, wir haben immer wieder darüber gesprochen, Rapid hat jetzt ein Spiel ausfallen lassen, man muss sich ausruhen, man muss sich hier das etwas... Das ist doch, also wenn ich das schon höre, also da geht man das Gimpfte auf. Es gibt echte Fußballmannschaften, ob jetzt Deutsche Bundesliga, England oder weiß Gott was, die haben englische Wochen und hin und her. Jetzt sind wir am Anfang der Saison und dann jetzt ist wieder, sind die Spieler schon überspült und hin und her. Ich meine, das ist eh die Rapid-Ausrede schon gewesen in den letzten 2-3 Jahren. Also das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Das sind Profis, die müssen einfach trainieren unter der Woche. Man kann doch locker mal 2 Spiele machen. Es ist eh besser. Jetzt kann sich Rapid ausruhen. Man hat international eh nichts zum Mitreden. Man spielt nicht. Dann ist es genau perfekt für die Work-Life-Balance der Spieler, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da haben Sie auf jeden Fall etwas gewonnen. Ja, schönen guten Morgen, Österreich. Schönen guten Morgen, Uschi. Ja, ich weiß, aber es muss Halloween sein. Das gibt es nicht, was gestern in der Nacht dort passiert ist. Anfangs hat diese Halloween-Partie in Istanbul 4:1 verliert die Wiener Austria. Dann sind wir alle nach Klagenfurt übersiedelt. Dort hat WAC 4:0 Klopf gekriegt gegen Mulde. Unglaublich. Und dann, ja, dann hat es richtig angefangen, diese Horrornacht mit dieser Halloween-Partie. Rapid gegen die mächtigen Gegner aus der zweiten Schweizer Liga, FC Vaduz. Riesenrespekt für FC Vaduz. 1:0 gewonnen, Rapid ausgeschaltet. Rapid hat es aber auch nicht verdient, mit dieser Leistung in Europa mitzuspielen. Höchstens auf der Playstation. Aber das war zu wenig. Und logisch, dass die Fans natürlich dann angefressen sind und dass die Spieler jammern nachher und, und. Ja, das ist keine Mannschaft gewesen. Das war einfach ein Angsthasenfußball vom Feinsten. Und wenn ein Zweitdivisionär aus der Schweiz besser ist wie Rapid, mit diesen tollen Fans im Hintergrund, dann ist gescheiter, man macht mal ein bisschen Pause. Apropos Pause, man hat eine Pause gehabt. Man hat sich vorbereitet, man war frisch. Ja, vergiss es. Ja, das Einzige, was natürlich positiv ist, ist, dass Red Bull Salzburg eine unheimliche, tolle, geile Truppe hat. Nicht nur eine geile Truppe, aber auch eine geile Gruppe. Und die ist zu sehen, Chelsea, Dinamo Zagreb und AC Milan. Große Brocken, aber Jäßler ist zuversichtlich. Kann er auch sein. Was sonst? Uschi, freue ich mich wieder auf Montag, auf dieses Sportwochenende. Ich wünsche allen ein gesundes Wochenende. Genießen und auch vielleicht für die Rapid-Fans. Da kommen wieder bessere Zeiten. Die Frage ist nur, wann. Hallo Wolfgang, schön, dass du hier bist. Hallo, servus. Du hast sicherlich heute auch mit viel Spannung diese Auslosung mitverfolgt, nehme ich mal an. Was sind deine ersten Gedanken, wenn du jetzt das Ergebnis siehst, in welcher Gruppe sich da Salzburg, die Bullen, befinden? Ich glaube, es hätte schlimmer kommen können. Milan ist ein Traditionsklub, italienischer Meister. Aber so wie ich gesehen habe, das letzte Mal die Champions League gewonnen 2007. Die waren jetzt jahrelang weg. Hm. Chelsea ist natürlich aktuell eine Spitzenmannschaft mit dem Thomas Tuchel, mit dem deutschen Trainer, die vor 2 Jahren, glaube ich, oder vor 3 Jahren die Champions League gewonnen haben. Chelsea kann ich da genau sagen. Chelsea hat gewonnen die Champions League 2021. Also, es wird nicht leicht. Und Dynamo Zagreb, gegen die sind sie schon einmal, die Salzburger, im Playoff ausgeschieden. Aber normalerweise würde ich jetzt Salzburg über Dynamo Zagreb stellen. Das heißt, das Ziel muss einmal sein, Pflichtaufgabe meiner Meinung nach Platz 3, der dann automatisch für die Europa League weiter, dann könnten sie weiter in der Europa League spielen. Mhm. Aber dass die Bullen da irgendwie weiterkommen und vielleicht gegen einen anderen Gruppensieger spielen, siehst du nicht so. Oh ja, die Chance ist da. Wer hätte es geglaubt im Vorjahr? Im Vorjahr haben sie gespielt gegen Lille, gegen Sevilla und Wolfsburg. Mhm. Und da sind sie überraschend Zweiter geworden und sind bis ins Achtelfinale gekommen und dann kläglich am FC Bayern gescheitert. Aber die Chance besteht also. Ich höre ja die Stimmen aus Salzburg, die sagen, ja, wir wollen diesmal noch mehr erreichen. Mhm.
und du musst einen Großen wie Milan oder Chelsea halt schlagen, damit du weiterkommst. Das ist also Chelsea immer noch in der Favoritenrolle. Die haben ja jetzt einen neuen Eigentümer. Roman Abramowitsch konnte den Club ja nicht behalten, waren aber zuletzt ja eher mittelmäßig. Naja, mittelmäßig kann man nicht sagen. Die Meisterschaft hat erst begonnen. Ich glaube, dass sie mit dem Trainer Tuchel einen super Mann haben. Und ich würde die Engländer, die Londoner würde ich in der Gruppe favorisieren vor Milan und Salzburg würde ich Außenseiterchancen geben. Schauen wir uns noch generell auch die anderen Gruppen an. Vor allem, wann geht es jetzt los im September? 6. 7. September, glaube ich, geht es los. Es sind interessante Sachen gibt es da. Zum Beispiel Bayern trifft auf Barcelona. Genau. Warum ist das? Lewandowski. Ja, das wird ein heißes Duell. Ja. Dortmund auf Manchester City. Haaland. Mhm. Das sind schon heiße Duelle, muss ich schon sagen. Und Real Madrid mit dem Alaba, Leipzig, Donetsk und Glasgow. Das werden es locker meistern, glaube ich. Genauso wie die Bayern-Gruppe, die ist wirklich eine Hammergruppe. Bayern, Barcelona, Inter Mailand. Ja, man kann nur sagen, die armen Tschechen, die haben es dann wirklich so schlimm erwischt, oder? Im Gegensatz zu den Österreichern. Und auch Amsterdam, Liverpool, Napoli, es sind schon also die Crème de la Crème, muss ich schon sagen. Und wie siehst du die Gruppe, in der sich Real Madrid befindet? Die haben ja jetzt zuletzt gewonnen. Ja, Real ist ganz klarer Favorit mit Alaba und Benzema, der jetzt zum Fußballer des Jahres wieder gewählt worden ist. Leipzig hat man ja gesehen, hat noch nicht die Form, um da mitzuhalten. Ich würde Real Madrid sagen, sie sind durch und die anderen drei Clubs, Leipzig, Donetsk und Glasgow, auf eine Stufe stellen. Wie findest du die Gruppe G mit Manchester City? Die waren ja zuletzt auch gut unterwegs. Ungefähr in etwa. City, der klare Favorit. Sevilla, Dortmund spielen um Platz 2 und Kopenhagen ist der Underdog. Kopenhagen ist ja der Underdog, deiner Meinung nach. Ja. Und wie siehst du auch die Chancen von Paris Saint-Germain in H? Das ist auch eine sehr schwierige Gruppe, weil du hast Juventus Turin, italienische Spitzenmannschaft, du hast Benfica Lissabon, klingender Name. Ich würde sagen, Paris ist Favorit und um Platz 2 kämpfen Juventus und Benfica und Maccabi. Glaube ich, die sind froh, dass sie in der Gruppenphase der Champions League sind. Ja, Wolfgang, dann dürfen wir uns jetzt dann auf spannende Monate freuen, zumindest alle Fußballfans. Also ab 6.7. geht es los. Gibt es eigentlich schon einen genauen Spielplan? Den müsste es geben, aber den habe ich leider noch nicht. Aber der wird jetzt ausgearbeitet. Auf alle Fälle, die erste Runde ist am 6.7. September. Ja. Die zweite Runde ist dann am 13. und 14. September. Dann danke ich dir vielmals fürs Kommen und in der Tageszeitung Österreich werden Sie dann sicherlich bald mehr erfahren bei unserem Sportchef. Ganz bestimmt. Danke vielmals fürs Kommen.